Hey, Chris wieder hier und es gibt seit dem neuen GTA 5 Online-Update für die Version 1.59 einen echt nervigen Bug. Und zwar ist es mir aufgefallen, als ich einfach einen markierten Job von mir spielen wollte. Und zwar sind unsere ganzen markierten Jobs einfach weg. Und ja, das fand ich halt echt nicht so geil, weil die spiele ich sehr gerne und oft eben die Rennen, die von Benutzern erstellt sind, die Custom-Rennen. Und ich hatte mir auch hunderte markiert und das dauert ja ewig, die dann alle wieder zu finden und sich neu zu markieren. Deswegen hatte ich mal den Rockstar Support angeschrieben und die haben mir auch zurückgeschrieben. Ja, ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Und zwar habe ich denen geschrieben: Ja, hallo liebes Rockstar Games Team, seit dem letzten Update habe ich alle meine markierten Jobs verloren. Beste Grüße, Chris. Dann habe ich noch dazu geschrieben: Sie sind im Social Club alle noch da, weil auf der Social Club Website sind sie noch markiert, aber im Spiel sind sie weg in der Liste eben, ne? Ja, und nach einem Tag kam dann auch schon eine erste Antwort. Und zwar hat mir der Rockstar Support geschrieben: Hallo Chris BT98, danke, dass du den Rockstar Support kontaktiert hast. Wir sammeln aktuell aktiv Informationen von Berichten wie deinen, um diesen Fehler besser zu verstehen. Also haben auch schon viele eingesendet und werden, denke ich mal, auch alle haben diesen Fehler. Und wenn wir mehr Informationen von dir benötigen, dann kontaktieren wir dich nochmal, um das Ticket zu klären. Ja, wir werden dein Ticket noch halten, bis das Problem geklärt ist. Du solltest mit einer Antwort in 2 Tagen, wenn nicht weniger, rechnen. Beste Grüße, Rockstar Support. Ja, und heute am 2.5. kam dann jetzt endlich die finale Antwort vom Rockstar Support. Und zwar haben sie mir geschrieben: Hallo Chris BT98, wir glauben, eine Lösung für ihr gemeldetes Problem identifiziert zu haben. Diese Lösung wird in einem Update in der Zukunft angewendet. Obwohl wir momentan noch kein genaues Datum für dieses Update haben, werden wir währenddessen ihre Anfrage in Wartestellung beibehalten, damit wir sie informieren können, wenn wir weitere Informationen hierzu für sie haben. Wenn sie diese Anfrage schließen möchten, geben Sie uns einfach Bescheid. Wir bedanken uns bei Ihnen für das Bereitstellen der Informationen, die uns dabei geholfen haben, dieses Problem zu untersuchen und zu verstehen. Ebenfalls bedanken wir uns erneut für Ihre Geduld, während wir an dem Lösungsprozess gearbeitet haben. Mit freundlichen Grüßen, Rockstar Support. Ja, das finde ich erstmal cool, dass Sie da meine Beobachtung anscheinend helfen konnten und dass Sie da jetzt auch eine Lösung gefunden haben. Ja, und auch sehr spannend, dass Sie die jetzt dann bald mit einem Update eben da reinschieben wollen, die Lösung, dass wir unsere markierten Jobs endlich wieder haben und die spielen können. So wie es ist gehört. Ja, da ist es natürlich die Sache, sie haben geschrieben, sie haben noch keinen, sie wissen noch nicht genau, wann sie das Update rausbringen werden. Das heißt, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie einfach nur ein kleines Update zwischendurch machen, wo sie diesen Bugfix für diese markierten Jobs einfach schnell reinschieben. So ein kleiner Hotfix halt. Sondern es hört sich eher so an, als ob sie das mit einem größeren Update, ich denke mal da mit dem Sommer-Update wahrscheinlich, in 2, 3 Monaten circa, könnte ich mir gut vorstellen, damit reinbringen wollen. Das wäre natürlich aber schon bitter für uns Spieler, finde ich, weil da müssten wir jetzt noch Monate auf unsere markierten Jobs verzichten oder uns die halt neu raussuchen, was sehr aufwendig ist. Und deswegen wäre es da schon cooler, wenn sie sich irgendwie doch noch dazu entscheiden, das jetzt die nächsten Wochen mal schon zu machen, einfach als kleines Mini-Update, um den Bug zu fixen als Hotfix. Ja, ich hoffe, es wird so kommen. Ja, was sagt ihr dazu? Wie seht ihr das Ganze? Ich bin dann jetzt mal raus und bis zum nächsten Mal. Ciao.